Das war das Signal des Schiedsrichters, so we can start the next final. Wir kommen zum Turmspringen der Frauen, Start Nummer 1 aus der Ukraine, Sofia Lisko. Und sie zeigt einen anderthalb Delfinsalto geächtet. Siebeneinhalb, acht, siebeneinhalb, acht, 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 das sind genau 48 Punkte. Wir kommen zu Kiu Duong. Sie beginnt ihren Wettkampf mit einem 3,5 vorwärts gerichtet. Sechseinhalb, 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 sieben, sechseinhalb, sechseinhalb, das sind 58,50 Punkte. Und auch Maria Corio beginnt ihren Wettkampf mit einem 3,5 vorwärts gerichtet. Sieben, sieben, siebeneinhalb, 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 sieben, das sind 66 Punkte. Und der Start Nummer 4 aus Kanada, Megan Benfeito, 2,5 Seite rückwärts mit 1,5 Schrauben geächtet. Acht, 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 siebeneinhalb, siebeneinhalb, acht, 76,80 Punkte. Nächstes mit die Chang aus China, 3,5 Seiten vorwärts gerichtet. Siebeneinhalb, acht, acht, siebeneinhalb, acht, 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 72 Punkte. Tia Ki ebenfalls 3,5 Seiten vorwärts gerichtet. Achteinhalb, achteinhalb, neun, achteinhalb, achteinhalb, neun, achteinhalb, das sind 76,50 Punkte. Und auch hier der Blick zur Anzeigetafel. Das ganze Feld ist noch relativ dicht beieinander. Derzeit in Führung Megan Benfeito, gefolgt von Chia Ki Chang und Binji Chang. Zweite Runde, Sophia beginnt mit einem 3,5 Salto vorwärts gerichtet. Fünfeinhalb, sechs, sechseinhalb, fünfeinhalb, fünfeinhalb, sechs, sechs, das macht 52,50 Punkte.
Theo zeigt uns einen Handstand und Doppelseite rückwärts mit anderthalb Schrauben. Frei ausführen. Maria Corio zeigt uns den gleichen Sprung. Siebeneinhalb, siebeneinhalb, acht, 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 siebeneinhalb, acht, 75,20 Punkte. Megan zeigt uns einen dreieinhalb Seite vorwärts, gerichtet. Acht, acht, achteinhalb, acht, achteinhalb, acht, siebeneinhalb, das sind genau 72 Punkte. Meiji zeigt einen dreieinhalb Delfinsalto gehabt. Sieben, acht, siebeneinhalb, acht, achteinhalb, acht, acht, 76,80 Punkte. Und auch Chiaki, dreieinhalb Delfinsalto gehockt. Neun, neuneinhalb, 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 neun, achteinhalb, neuneinhalb, das sind 89,60 Punkte. Der derzeitige Zwischenstand an der Anzeigetafel ist für Tia Ki Chang vor Min Ki Chang, gemeinsam mit Megan Benfato auf dem zweiten Rang. Wir kommen zum dritten Durchgang. Sophia beginnt mit einem zweieinhalb Salto rückwärts mit anderthalb Schrauben gerichtet.
5, 5,5, 5,5, 5,5, 5,5, 6, 6, das sind 52,80 Punkte. Kiu, 3,5 Salto rückwärts, gehockt. Sechseinhalb, das sind 64,35 Punkte. Maria Curio, 2,5 Delfinsalto geächtet. Sechseinhalb, 54,60 Punkte. Wir kommen zu Megan Benfato aus Kanada, 3,5 Salto rückwärts gehockt. Sieben, sechseinhalb, 64,35 Punkte. Wir kommen zu Winji mit einem Handstand, aber sein rückwärts und anderthalb Schrauben in freier Ausführung. Wertung 8, 7,5, 8, 7,5, 8, 7,5, 8,5, 75,20 Punkte. Pierre Key, 3,5 Seite rückwärts, kocht. Sieben, siebeneinhalb, 72,60 Punkte. Nach dem dritten Durchgang haben wir folgenden Zwischenstand. Yagi Chang führt vor Winji Chang und auf Platz 3 Megan Benfato. Wir kommen zum vierten Durchgang. Sophia beginnt mit einem 2,5 Salto rückwärts gerichtet.
4, 5,5, 4,5, 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 4
Hier kommt zu Kiyo Duong. 2,5 Delfin sollte gerichtet. Fünfeinhalb, sechs, 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 sechseinhalb, 49,0 Punkte. Maria zeigt uns einen 2,5 Salto rückwärts geächtet. Siebeneinhalb, siebeneinhalb, sieben, siebeneinhalb, acht, siebeneinhalb, siebeneinhalb. Megan, Handstand, Doppelsalto rückwärts, anderthalb Schrauben, freie Ausführung. Sieben, siebeneinhalb, sieben, 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 siebeneinhalb, sieben, das sind 67,20 Punkte. Den je dreieinhalb Seite rückwärts gehockt. Sechs, sechseinhalb, sieben, sechseinhalb, sechseinhalb, sieben, sechseinhalb, das macht 64,35 Punkte. Und wir kommen zur letzten Starterin im Feld. Hier Ki Chang, sie zeigt einen Handstand mit Doppelsalto rückwärts mit anderthalb Schrauben in freier Ausführung. Fünfeinhalb, fünfeinhalb, sechseinhalb, fünfeinhalb, fünfeinhalb, sechseinhalb, sechseinhalb, das sind exakt 56 Punkte. Bevor wir zum letzten Durchgang kommen, schauen wir noch einmal zur Anzeigetafel. Weiter in Führung Jiaki Chang, gefolgt von Minji Chang. Und Megan Benfeito konnte ein wenig aufholen. Weiterhin auf Platz 3, zurzeit mit 280,35 Punkten. Wir kommen zum fünften und letzten Durchgang. Sofia Lyskina aus der Ukraine beginnt mit einem 2,5 Auerbach-Salto gehockt.
61,60 Punkte. Kio beendet ihren Wettkampf mit einem 2,5 rückwärts mit 1,5 Schrauben. Geächtet. Sechseinhalb, sieben, das sind 65,60 Punkte. Auch Maria zeigt es sehen, 2,5 Seiten rückwärts mit 1,5 Schrauben, geächtet. Sieben, sechseinhalb, 65,60 Punkte. Megan Benfeito beendet ihren Wettkampf mit einem 3,5 Delfinseite überhaupt. Siebeneinhalb, sieben, acht, 70,40 Punkte. Hier kommt so Minji Chang, 2,5 Seite rückwärts mit 1,5 Schrauben, geächtet. Sieben, siebeneinhalb, acht, das sind genau 72 Punkte für diesen Sprung. Und damit kommen wir zum letzten Sprung in diesem Wettkampf und zum letzten Sprung an diesem Wettkampftag. Gezeigt wird er von Jiaki Chang. Sie zeigt eine 2,5 rückwärts mit 1,5 Schrauben gehechtet. Sechs, fünfeinhalb, sechseinhalb, fünf, das sind 57,60 Punkte. So, this was the last lap of the competition. Congratulations to the women. Und hier ist das Endergebnis. Es gewinnt Minji Chang vor Jiaki Chang. Auf Platz 3 sprang sich Megan Fater aus Kanada. Vierte wird Maria Curio aus Deutschland mit 326,65 Punkten. Fünfter wird Kio Duong aus Deutschland mit 295,05 Punkten. Und sechster wird Sofia Wiesken aus der Ukraine. Wir kommen zur Siegerehrung des Turmsprings der Frauen. Wir rollen das Feld wieder von hinten auf. Auf Platz 6 aus der Ukraine mit 255,50 Punkten. Sofia Wiesken.
Platz 5 mit 295,05 Punkten. Guido Duong aus Deutschland. Den vierten Platz ersprang sich Maria Curio, ebenfalls aus Deutschland, mit 326,65 Punkten. Wir kommen zu den Medaillenringen. Auf dem dritten Platz aus Kanada, on the third place, she is from Canada, Megan Benfeito, 350,75 Punkte. Der zweite Platz und damit die Silbermedaille geht nach China an Jiaqi Chang mit 352,30 Punkten. Und auch die Goldmedaille geht nach China, und zwar an Minji Chang mit 360,35 Punkten. The gold medal goes to Minji Chang from China. Congratulations to the athletes and to all the coaches. Und ich bitte um die Nationalhymne Chinas. Please stand up for the national anthem of China. Congratulations to Minji Chang from China and of course to all the other athletes. Ich bedanke mich bei allen Kampfrichtern, Organisatoren, Sportlern, Trainern, Helfern für den heutigen Wettkampftag.